Ja, hoi meine Freunde von heute, willkommen zurück zu Tony Hawk's Underground 2, dem Finale, man ja. Eine Sache fehlt noch für dieses Spiel, nämlich wir gehen in Macht ihr die Modi und gucken uns, macht ihr das Ziel an. Warum gucken wir uns das an? Ganz simpel, wenn wir unseren Charakter auswählen und in eigener Park gehen, gibt es hier einige fertige Parks. Und das Lustige dahinter ist, die Parks haben alle Level. Und wir sind von Tony Hawk Underground von oben nach unten gegangen, diesmal machen wir es einfach andersrum. Keine Ahnung, warum ich das so machen will. Ich will es jetzt einfach so machen. So, wir fangen an mit G-Land 4. Erstes Level. Könnte interessant werden. Ich habe keine Ahnung mehr, was mich erwartet. Ich weiß, dass viele Ziele ziemlich schwierig waren. Aber nicht zu schwer für mich. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen kleinen Park in der Antarktis. Wir haben übrigens hintergrundmäßig ganz andere Hintergründe. Aber wir sehen hier zum Beispiel Antarktis. Ne? Ich glaube, das ist klar zu erkennen. Da ist ein Frachterschiff und so weiter und so fort. Wir haben hier einen kleinen Park mit Standardgedöns, so wie es aussieht. Spine-Transfer hier als Aufgabe oder als Gap oder hier bestimmt. Hier so ein Grind drüber. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz den Sound leiser machen, denn ich glaube, das ist viel zu laut. So, nicht, dass ihr da irgendwie was doppelt hört. Und wir haben Aufgaben. Und wir fangen an mit Negan. So, try this goal if you dare. Skate-Tricks. Das ist, ja, wie soll man sagen, das ist ja seit Tony Hawk Pro Skater 4 eine ziemlich beliebte Aufgabe. Mache die Tricks, die ich dir zurufe. Ich glaube eventuell auch in diesem Spiel ein bisschen übertrieben, denn ich kann mich genau entsinnen, dass die Aufgaben in diesem Spiel, was Trick Trees, oder nicht Trick Trees, sondern Skater Tricks angeht, Trick Trees ist ein anderer Modus, da kommen eine gewisse Anzahl an Tricks, die man erreichen muss. Hier muss man eine gewisse Zeit an Tricks erfüllen, die immer schneller werden. Finde ich ziemlich dumm, weil, nicht dumm, aber unnötig, weil man hier in dem Spiel vergessen hat, die Zeit ein bisschen runterzusetzen. Denn wir müssen immer, und ich sage damit echt immer, 2 Minuten machen. Und das könnte so dezent nervig werden, aber hey. Hauptsache, wir haben Ziel und wir haben Spaß. Das sind übrigens die letzten Ziele in dem Spiel. Danach ist das Projekt beendet und wir fangen an mit Tony Hawk's American Wasteland. Das, worauf alle gewartet haben, um ehrlich zu sein. Ich auch. Nach so viel Zeit kommt es dann doch endlich. Ja, das könnte interessant werden. American Wasteland E, was ich am längsten nicht mehr gespielt habe. Was für eine Logik, ja. Ich meine, hallo. Wir haben jetzt die ganze Tony Hawk-Reihe durchgespielt. Super. Welche hat man noch nicht gespielt? Natürlich American Wasteland. Ihr seht schon, die Tricks werden immer schneller. War alles kein Problem. Einen unglaublichen Tiger-Grab Indie. Ein Kickflip. Das ist alles einfach. Und ihr guckt auf die Zeit und ihr seht schon, dass es zieht sich einfach mega in die Länge. Und es ist noch nicht mal schwierig. Ihr versteht, was ich meine. Hallo Kollege, willst du auch mal irgendwann aufhören mit Tricks zu geben? Dankeschön. 2 Sekunden davor, natürlich, gut worden. Ja. Wow, wir hängen hier fest. Okay. Kein schwieriges Ziel. Okay, wir haben hier noch Angelina. Ich bin eigentlich ein Mädchen, aber so wie ich aussehe, könnte ich sogar echt ein Mädchen sein ohne Brüste, natürlich. So, Highscore. Wow. I'm such impressed. Ja, natürlich, das war auch voll schwierig. Ryan, noch ein Highscore-Kombo. Ah, das ist eine fette Kombo. Die größer als... Ne, das ist genau dieselbe Punktzahl. Hier schön. Und Steve! I bet you can't get all the letters. Skate machen. Ja, Skate gibt's auch wieder. Also, sind so die klassischen, hey, das ist nicht so, hey, du kannst Ziele aufstellen, das sind die klassischen Ziele einfach nur. Ja doch, es sind echt die klassischen Ziele und das finde ich ziemlich cool. Dass man auch so selber einbauen kann. Ich finde es schade, dass man in American Wasteland das rausgenommen hat, aber egal. So, Kollege, Daniel. Kombo. Oh. Awesome Spine Transfer. Über das M. Das war nicht so geplant. Dankeschön. Gut, ich glaube, wir haben alles, ne? Mal kurz umgucken. Vielleicht. Ne, da ist noch jemand. Sammy!
Beat this. Ah, guck, das ist Tricks. Wir kriegen eine gewisse Anzahl an Tricks. Wenn wir die machen, kommen neue. Wow. 2 Minuten Zeit und nur 8 Tricks. Aber Hauptsache Skate-Tricks zieht sich unmega in die Länge. Natürlich. Natürlich, war es das? Wir können eigentlich im Menü gehen, Ziel ansehen und wir sehen, wir haben alles erfüllt. Gut, dann heißt es, nächster Park angucken. Und das ist dann in dem Fall Mars-Manie. Der Mars. Mars gibt es hier auch als Grundfläche für einen Park erstellen. Sieht in etwa dann so aus, wie wir jetzt gleich hier im Hintergrund sehen werden. Hier, das ist der Mars, ne? Eine kleine Marsstation, ein paar, ich glaube, hier gibt es keine Ziele. Ein paar Berge, ein paar Felder, ich weiß nicht, sind es Felder, ich habe keine Ahnung. Es gibt hier echt keine Ziele. Gaps haben hier keine Relevanz, weil die Gaps werden sofort resettet, wenn wir, ja, den Park verlassen. Das hier sind Boostfelder, die kamen hier neu zu. Ich finde Boostfelder cool. Ich bin dann immer so, boing. Also wir kriegen nur einen Tempo-Boost, keinen Sprung-Boost. Es gibt auch Sprung-Boost-Pipes, aber die sind wohl hier nicht vorhanden. Kann man nachgucken, hier zum Beispiel bei Gaps und sehen, es gibt keine Gaps, wow. Respekt, okay, das ist einfach nur so ein Park, der da ist. Schön. Echt schön. Daisy. Daisy. Gucken, was da ist, ich habe keine Ahnung. Ich rechne so mit 4-5 Parks pro Part, das vom, je nachdem wie viele Ziele halt drin sind. Ich kann es leider nicht mehr sagen, ich habe es nicht mehr so im Kopf. Hier sind auf jeden Fall Ziele da. Und wir sehen 5 Ziele auf jeden Fall. Und Ziele Skater fängt an. I've placed my skate ladders in hard to reach places, just to keep them out. Okay. Wow, so schwer zu erreichen. Wo ist das K? Okay. Oh je. Oh je. Hä? Shit. Ich glaube, ich hab's verkackt. Dankeschön. Skate Gone Wild. Okay, fangen wir nochmal an. Wow. Das war nicht mal schwierig. Es war eigentlich dumm, dass ich das nicht geschafft habe. Von dem Sprung schaffe ich einfach mal. Den habe ich wohl nicht geschafft. Ist echt nicht schwer, ne? Muss nur sich ein bisschen mehr anstrengen. Nein. Und kannst unerwarteten Sticker-Slap machen. No fair, give those letters back to me. Na, also jetzt meine Buchstaben. Over the water, natürlich. Over the water. Was für ein wunderschöner Gab. Gap. Oh nein, ich mach nochmal over the water. Nee, water down below. Was haben wir hier? Stopwatch guy. Go around this track. Twice make it back here in time. And you quality for the big race. Okay. Das ist so eine Art Checkpoint-Rennen. Gibt es auch in dem Spiel. Ist eine schöne Idee eigentlich. Oh, das war ziemlich knapp. Das ist alles ziemlich knapp, weil ich gerade so drauf lande. Das war jetzt nicht sehr gut. Na gut, also es klappt, dann schaffe ich das. Ich mag die Idee. So kann man in den ganzen Originalleveln so schöne Ziele aufbauen. Wow. Als ob, nur weil ich einmal so gemacht habe. Ja, so kann man sagen. Hingefallen bin. Vor allem, hier war doch die zweite Runde schon vorbei. Oder es sei denn natürlich, eins dieser Checkpoints zählt nicht als Checkpoint, den ich da aktiviere. Das kann natürlich sein. Oh, das ist raffiniert gemacht. Trotzdem. Deswegen sind aber bestimmt noch 2. Gut. Ist schon in einer Hinsicht ein härteres Ziel als die anderen. Weil man echt hier schnell sein muss. Ich gehe echt davon aus, dass er einen hier doppelt gemacht hat. Genau. You must have cut some corners, but I'll give you to... Was? Hey! Schnauze, ich habe das ohne Streckenabkürzung geschafft. Combo Carlo. Das ist ein schöner Name. Dann bekommen wir in einer Combo. Wow! Schön gemacht, das war echt schön gemacht. Also komm, Mukalo, ich versuch's nochmal.
Dankeschön. Nicely done! You must have played this game before. Natürlich! Ansonsten wäre ich ja gar nicht hier. Ne, ich bin hier ins Wasser fallen. 200.000 Punkte in einer Combo. Eine kleine Herausforderung für den Maser, aber keine zu große für den Profi-Maser, weil der Maser kann ja das Spiel. Hab doch gesagt. Jo, 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 genau, wir können auch Skate nach... ...nach komischen Beats machen. Wow. Das klingt ja gar nicht nervig. Wow, das war ja gar nicht nervig. Captain Bonus, can you complete this track? Sure you can, but can you complete it 3 times in 50 seconds? Oh, das könnte schwierig werden. Das könnte echt schwierig werden. Echt schwierig werden, Leute. Ja, wobei, die Runde war jetzt, glaube ich, die beste bisher. Wenn ich es nochmal so mache, dann habe ich es geschafft, auf jeden Fall. Dankeschön. Wow, I thought that you would fall in the water too many times. You rule. Dankeschön, Captain Bonus. Wir haben alle Ziele. Nächster Park, nächstes Glück. Fun-Türme. Oh, es ist sogar ein deutscher Name. Ich verstehe nicht, warum manchmal dazwischen deutsche Namen sind. Vielleicht dachten sich die Macher für die deutsche Version einfach mal, hey, deutscher Name. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, keine Ahnung heißt sogar ein Park, wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Invert. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, gibt's hier überhaupt Leute? Wie oben auf der Brücke steht Dober. Mach das Tricks, die ich jetzt rufe. Oh nein! Ernsthaft? Oh, das wird so nervig sein. Es ist so eine Art, hey! Maser, du bist zwar in einem Projekt, aber wir verschwenden deine Zeitaufgabe. Die Aufgaben kein bisschen schwierig sind und trotzdem vorhanden. Bei der 360 Flip, das ist so hirnrissig. Okay. Da jetzt sind Spikes. Voll saufen. Haha, oh, Mann. Die ganzen 360s dauern zu ewig. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Ja. Nee, ich mach die Aufgabe kein zweites Mal. Es dauert sich viel. Oh, ich mach die schon ein zweites Mal, aber das dauert einfach viel zu ewig. Mann, eine fette Kombo. Das zieht sich einfach mega unnötig in die Länge. Um Himmels Willen. Das ist nicht... Oh, man. Mach die Tricks, die ich dir zurufe. Ich muss jetzt eine Half-Tap dafür raus.
Aber es gibt hier... Alter, es gibt hier einfach keinen ordentlichen Ort, wo man skaten kann. Na, vielleicht hier? Ja, hier kann man skaten. Mills Willen. Die 60-360 Invert ist auch wieder so eine Geschichte, ey. Hier kann man die Tricks ja... Ja, wenn man so eine Half-Pipe drin ist, ist es viel einfacher. Das war nicht gewollt. Wirklich, das war nicht gewollt. Ich sehe mich schon sogar reflexartig, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwo dazwischen so ein Trick kommt, den die haben wollen. Zum Beispiel jetzt gerade. Man, hör doch auf! Das ist langweilig! Jetzt ohne Witz, das ist langweilig, ohne Ende. Es ist zwar eine gewisse Art von schön, aber es ist langweilig. Steh auf. Sag mal. Mein Gott, Alter, er übertreibt auch mit dem Tricks am Ende, ja? Vor allem, er hört einfach nicht auf mit diesen verfickten Tricks. Ich warte jetzt einfach, bis es einmal rot wird. Nervensäge, du bist ein Arschloch, ich hasse dich. Mein Gott, guckt euch das mal an hier, 10 Sekunden nichts tun. Pure Langeweile. Und er gibt einfach nicht Gas. Übrigens gibt er erst Gas, wenn ich die Tricks mache, deswegen. Sobald es erstmal rot ist, mache ich die ersten Tricks. Lösche ich mal kurz die 360 Tricks aus. So, jetzt warte ich einfach wieder ewig. Huh! One Foot Wheelie! One Wheel Nose Manual. Er ist auch auf einem Rad. Ob man das mit einem Fuß macht, ich habe keine Ahnung. Eigentlich ja, ne? Es ergibt einfach keinen Sinn. Nein. Nee, hör auf! Weil er hört einfach nicht auf mit den Tricks angeben. Nö, ich habe keinen Bock mehr auf die Aufgabe. Ist das das einzige Ziel? Nein, ist es nicht. Versteh mich nicht falsch, das ist so eine Zeitverschwendung, die Aufgabe tausendmal anzufangen. Ey. Oh, nee, Alter. Es liegt nicht mal, dass ich versagt habe. Die Aufgabe ist einfach nur unnötig langziehend. Vor allem, ich kann diese Aufgabe schaffen. Das war jetzt gerade eher Dummheit, dass ich es nicht geschafft habe. Aber die Aufgabe ist einfach unnötig in die Länge gezogen. Nach dem Prinzip, hey, die Aufgabe ist eigentlich einfach, aber wir nerven dich, indem wir die Aufgabe länger ziehen. Ich muss die Aufgabe gleich trotzdem machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich das nicht geschafft habe. Verdammt. Weißt du, so 35 Sekunden, 40 Sekunden das machen, okay, aber nicht gleich 2 Minuten, das ist mega langweilig.
Wow. Respekt, Maser. Respekt. Wow, ich reg mich gerade auf wegen blöden Zielen. Was in der Welt passiert gerade mit mir? Okay. Dankeschön. Well Gap. Pungi Gap. Hey, du Pisser. Mach die Tricks, die ich dir zurufe, die gar nicht nervig sind. Mal jetzt folgendes. Die normalen Tricks lasse ich da. Die 360 lösche ich direkt aus. Scheißegal. Die normalen gehen viel schneller weg. Gehen hier mit Strategie rein. Denkt sich der NPC auch von wegen, ey, du hast Strategie, ich hab Strategie. Fick dich, Alter! Nein, den mach ich nicht. Ja, komm, mach einfach mal weiter. Sicherheitshalber. So, 360 weg. Man kann ja wieder da bleiben. Noch normal wieder anfangen. So eine nervige Aufgabe, ne? Einfach so mega unnötig in Länge gezogen. Schon keinen Spaß mehr macht. Vor allem hört ja auch nicht bis zur letzten Sekunde auf mit den Tricks. Dankeschön. Oh, jetzt ist das eine nervige Aufgabe gewesen. Think you can score? Nee. Guck mal, und dafür kann man dann natürlich dann Dings Zeit anstellen, oder wie? Was war das denn jetzt? Das war's. Gut, Level wechseln. Wie weit haben wir es geschafft? Durch diese eine Aufgabe natürlich nicht mehr weit. 1, 2, 3, 4. Pfandtürme. Ja, Pfandtürme von wegen. Pfandtürme von 2 Minuten Trick, die ist nervig, die Aufgabe. Leute, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Das ist gerade mein Studio, der hier über gegen rettert. Riech mich jetzt gleich ein bisschen ab. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Und Masa la Vista, Baby.